you sit at home creating life all by yourself. No one knows what you have done until you open up the doors. One day all the people will join you on a ride. You gave them a new place to live. Would you fly away with me and stay in a world that's known as the Bubble Universe? Deponia ist im Dummy-Zustand im Grunde genommen noch. Wir scripten alles vor mit Dummy-Sachen, also mit Skizzen im Grunde genommen, um zu testen, ob das auch alles funktioniert, so wie wir uns das vorstellen. Und wenn es funktioniert, dann finalisieren wir die Sachen. Das ist ein Dummy-Charakter mit einem Gesicht. Hängt das jetzt hier zum Schmuck oder ist das wirklich auch irgendwie so eine Art visuelle Leitfaden für dich? Das hilft viel bei allen möglichen Besprechungen, einfach die einzelnen Screens halt im Zusammenhang zu sehen oder halt einfach um was zeigen zu können. Eigentlich sind wir mit der Produktion schon viel weiter, aber wenn wir halt jeden Tag irgendwie den neuen Stand ausdrucken würden, dann würden halt irgendwie... Ihr seid ja eine Ökofirma auch, ne? Genau, wir sind ja auch eine Ökofirma. Das hässliche Skribbel von mir mache ich tatsächlich oftmals selber, um halt irgendwas zu haben, mit dem ich selbst erstmal jonglieren kann. Ja, jeder, der Enderbericht ausgespielt hat, da habe ich die Hintergründe ja selbst gemacht, der weiß, ich kann es nicht besser. Wir haben jetzt all die Screens schon in unserem Script zusammengeschustert, zusammengebaut und auch schon die Spiellogik implementiert. Die werden halt nach und nach eben ausgetauscht, bis halt tatsächlich aus diesem Rohbau dann auch das endgültige Spiel wird. Der fertige Screen ist schon da. Das haben wir jetzt vom Background Artist geliefert bekommen. Das ist jetzt der fertige Doc. Er hat natürlich alles auf verschiedenen Ebenen angelegt, damit man Objekte ein- und ausblenden kann. Und die werden einzeln rauskopiert und dann werden sie in Visionaire, in der Engine, eingefügt. Und schon läuft Rufus auf einem finalen Screen rum. Gerade eins von meinen Babys, sage ich mal, so, also wo ich halt wirklich mich selbst halt sehr darauf freue, dass wir halt endlich in die nächste Phase der Vollproduktion gehen können. Tatsächlich haben wir halt immer noch keinen Finanzierungspartner für Deponia, was wir halt irgendwie immer brauchen. Mhm. Aber ich denke, ihr seid euer eigener Publisher auch. Ja, aber Publisher heißt ja mehreres als irgendwie, bei unseren, bislang ist es eigentlich bei keinem unserer Projekten so gewesen, dass wir halt selbst diese Projekte finanzieren können. Das ist halt auch vielleicht einer der Nachteile des Standorts Deutschland, dass es halt irgendwie nicht so viele Adressen gibt, die man da angehen kann. Gerade im Spielebereich kannst du heutzutage eigentlich ohne eine vernünftige Anschubfinanzierung, wo auch immer die herkommt erstmal, aber ohne eine vernünftige Anschubfinanzierung kannst du eigentlich kaum was auf die Beine stellen. Während du im Filmbereich durchaus mit einer eigenen Kamera schon einen coolen Film machen kannst. Und diese Anschubinvestition ist ein großes Problem. Also wir hier in der Games Factory stellen ja komplette Gründerlabore zur Verfügung, die eben komplett ausgestattet sind mit Lizenzen, mit Hardware und so weiter und so fort. Das ist schon genau der richtige Ansatz, um überhaupt in die Lage versetzt zu werden, legale Prototypen zu entwickeln. Wir wollen hier in der Games Factory Neueinsteigern die Möglichkeit geben, von Profis zu lernen und Profis untereinander zu vernetzen. Hier werden Spiele
mit allen Facetten produziert. Das heißt, wir haben hier sowohl die Komponisten, wir haben Autoren, wir haben Leute, die Bildbearbeitung machen, wir haben klassische Spieleentwickler, die dann die Programmierung machen, die Umsetzung machen. Und uns als Eventagentur, ja, die dann sowas macht wie die Preisverleihung zum Deutschen Computerspielpreis, Deutschen Entwicklerpreis. Also wir haben mit dem Entwicklerpreis im Jahr 2004, haben wir angefangen damals, haben wir so den renommiertesten Preis für deutsche Computerspiele ins Leben gerufen. Diese Leistung und diese Wertschätzung, diese Auszeichnung öffnet natürlich viele, viele Türen. Wenn ich bewiesen habe, dass ich gute Adventure machen kann, indem ich ausgezeichnet wurde für das beste Adventure des letzten Jahres, ist die Chance, einen Publishing-Deal zu bekommen, natürlich gigantisch. Die klassische Förderung, wie wir das aus dem Film kennen, gibt es zurzeit in Deutschland noch überhaupt nicht. Es gibt einige Ansätze, die genau in die richtige Richtung gehen. Also zum Beispiel das Land Berlin hat über das Medienboard Berlin-Brandenburg die Töpfe für Spieleentwickler geöffnet. Und da gibt es mit Sicherheit die Möglichkeit, unsere Förderstrukturen noch viel, viel stärker an genau diese Kreativen anzupassen. 100.000 Euro als Darlehen, egal ob zinslos oder über einen Zeitraum von 4 Jahren oder wie auch immer, muss man halt irgendwann zurückzahlen. Und wir brauchen eine Förderstruktur, die es mir ermöglicht, Kreativität auszuleben und Sachen auszuprobieren. Und deswegen müssen wir wegkommen von den reinen Förderungen und Darlehen hin zu verlorenen Zuschüssen. Das ist so das Zauberwort an der Stelle. Die man natürlich nicht frei und ohne Kontrolle verteilt, sondern in enger Zusammenarbeit mit Branchenprofis vergeben sollte. Diese 3 Räume vorne, wo jetzt die sogenannten Swarm-Teams drin sitzen, sind eigentlich Meetingräume. Und so war das am Anfang auch. Und dann haben wir gemerkt, dass der Status des Spec-Ops-Projekts an einem bestimmten Zeitpunkt eher erforderte, dass Teams auf engem Raum zusammenarbeiten und kommunizieren. Es gibt für verschiedene Levels eigene Swarm-Teams. Und die werden quasi zum Beispiel auf Mission 3 angesetzt. Die bekommen einen bestimmten Zeitraum vorgesetzt und müssen das, sagen wir, in 3-4 Wochen durcharbeiten, das Level. Ich selber bin in keinem Swarm-Team drinnen, sondern arbeite mit allen Swarms zusammen. Bei mancher Konzeptart, da frage ich mich, muss das denn wirklich sein? Würden nicht so ein paar Striche, Skizzen reichen, um irgendjemandem zu sagen, wie er zu arbeiten hat? Das kommt wieder auf den Artist drauf an, der mit den Bildern arbeitet. Es gibt welche, das reicht denen reicht eine wirklich grobe Skizze und der macht das wirklich wunderschön. Und aber andere, die haben das einfach lieber, wenn sie ein komplett ausgearbeitetes Bild haben, wo wirklich alles klipp und klar dargestellt wird. Die Level-Designer setzen sich nicht hin und überlegen sich jetzt, was für ein Thema hat der Raum, wie soll das Licht hier ausschauen. Hier im Konzeptbereich, wir definieren quasi das Thema des Raums zusammen mit der Stimmung, damit das dann so schnell wie möglich in der Pipeline umgesetzt werden kann. Es gibt keinen Bereich mehr, der noch völlig unklar ist oder und sowas zu diesem Zeitpunkt. Aber es sind Iterationen auf der Basis eines bestehenden Arbeitsstandes. Wird noch mal geguckt und gesagt, okay, an der Stelle sollte es noch ein bisschen besser gehen. Und das geht dann unter Umständen eben noch mal mit einer kleinen Konzeptionsphase, die aufbaut auf dem, was schon da ist, einher. Dieser extrem übertriebene, fast ein bisschen dekadente, luxuriöse Look, total verschwenderisch. Also das soll echt ein Markenzeichen bei uns werden, auch im Spiel. Es zeigt dann auch ganz schön diesen dekadenten oder diesen Verfall von Dubai, die eigentlich ja auch momentan noch in Reichtum schwimmen. Das ist das Hotel, an dem du gerade arbeitest, oder? Das ist das, was reinkommt, ja, in der Ferne. Es gab ein Konzeptart für diesen Hintergrundbereich und jetzt geht es aber schon weiter. Es ist quasi eine Hintergrundtextur. Wir haben hier diese 3 Ausschnitte von Stadtelementen
Und die werden jeweils getrennt dann von dem Environment Artist verwendet und gemappt. Kannst du das ausdrücken, wie viel ihr auch für die Tonne produziert habt möglicherweise? Na, ich würde gar nicht sagen, dass es für die Tonne ist, weil man ja, wie sagte Edison, er hat irgendwie das nicht gescheitert, sondern er hat 2000 Wege gefunden, wie es nicht funktioniert hat mit der Glühlampe und so weiter. Das ist schon wichtig, durch diese Prozesse auch durchzugehen. Und das ist natürlich auch wichtig, von vornherein zu wissen und nicht zu sagen, okay, eine Idee, die ich einmal so zu einem sehr, sehr frühen Zeitpunkt im Kopf hatte, da rennt man jetzt mit dem Kopf durch die Wand.